Vor- und während des Trainings gibt es dann nochmal BCAAs. Also ich mische mir immer ein bisschen was mit ins Wasser normalerweise. Hey Leute. Oh, scheiße, jetzt muss ich weiter. Fuck. Das habe ich irgendwie anders gedacht. Bin nämlich auf dem Weg zum Training. Heute Morgen schon mal Katze zum Tierarzt weggebracht, vorhin schon mal abgeholt. Ja. Irgendwie ist hier was mit dem Schwanz passiert. Ich fahre jetzt erstmal gemütlich zum Training und dann sehen wir mal weiter. Wenn völlig fertig bin jetzt auf jeden Fall mit dem Training auch fertig. Jetzt muss ich gleich mal gucken, was ich mir noch in der Info hole. Entweder muss ich noch gleich eben kurz was einkaufen, oder es geht direkt nach Hause, Shake rein, nachher Essen fertig machen schon für heute Abend. Mal schauen, wie es dem Kätzchen geht, dass wir jetzt spontan einfach Kätzchen getauft haben. Naja. Bis gleich. Leute, bei Instagram nachgefragt, ob ich mal auf meine Supplemente ein Video zu machen soll. Ich werde das jetzt einfach mal hier mit einbinden und mal sagen, was ich nehme und wann ich es nehme. Wenn ihr nochmal ein genaues Video zu einzelnen Produkten haben möchtet, das einmal das Produkt unten in die Kommentare schreiben. Und morgens habe ich da zum Beispiel einmal meine Green Amino, eine Amino-Kapsel. Nehme ich so 4-5 Stücken jeden Morgen. Dann eine Omega-3-Kapsel. Das sind die beiden Sachen, die wirklich jeden Morgen kommen. Gibt es nämlich einmal von Badass die BCAAs. Ein Glutamin-Produkt von CP Sport. Das ist alles, was ich so morgens zu mir nehme. Vor und während des Trainings gibt es dann nochmal BCAAs. Also ich mische mir immer ein bisschen was mit ins Wasser normalerweise. Und dann den Extreme Nachpalm von FA Nutrition, das glaube ich. Yep. Nerventraining. Gibt es da normalerweise ein Isen Design Away, ein Shake von. Und das ist so ziemlich das Einzige, was ich mir direkt nach dem Training reinknalle. Später nehme ich nochmal einen Shake von meinem BCAAs. Und für Glutamin, also meist zum Abend hin. Und direkt vom Schlaf. Du bist kaputt, du kannst ja kennen, oder? Mhm. Und direkt vorm Schlafen gehen gibt es dann halt nochmal meine Aminokapseln. Abends sind meist nicht mehr so viel, dann sind es eher 3 oder 4 Stück. Damit ich dann über Nacht, bis die Kapseln sich lösen, auch nochmal ein paar Aminosäuren kriege. Wie gesagt, wenn wir zum Beispiel jetzt, ich sage jetzt einfach mal zu den BCAAs ein bisschen mehr Informationen, also wie dosiere ich die, oder warum nehme ich aber hier während des Trainings zum Teil so ein bisschen was zu mir. Oder weil ich sage, ja was, einfach mal ein BCAAs in die Kommentare schreiben, oder wenn ihr Glutamin, dann Glutamin und so weiter und so fort.